Mein Name ist Gerhard Illing, ich bin Professor für Verfahrenstechnik. Wir befinden uns hier vor Raum T1145, das ist das Technikum der Abteilung Naturwissenschaftliche Technik. Technikum, das ist eigentlich ein Labor, wo in einem etwas größeren Maßstab bestimmte Dinge hergestellt werden, verarbeitet werden oder produziert werden. Man sagt dann so Technikumsmaßstab auch. Also es gibt so verschiedene Größenordnungen eigentlich. Ne? Labormaßstab, das wäre so, ich stelle wenige Gramm von irgendwas her. Pilotmaßstab, das heißt, okay, jetzt schauen wir mal, ob wir da vielleicht 300, 400 Gramm von herstellen können. Und Technikumsmaßstab, da gehen wir schon ein bisschen höher. Ne? Das heißt, da ist man dann vielleicht im Bereich von einigen Kilogramm, bevor es dann letztendlich in den Produktionsmaßstab geht. Wir können das Labor auch entsprechend umgestalten, sodass viele Leute an unterschiedlichen Stationen arbeiten können. Interessant ist das, was wir hier machen für die Studiengänge Chemietechnik, Umwelttechnik, Biotechnologie, aber auch für Sustainable Energy Systems. I'm studying here for the electrical engineering and I'm exchange student. Ja, ich studiere Sustainable Energy Systems. Ich studiere Chemietechnik im 5. Semester. Praxis und Labore nehmen für mich einen relativ großen Stellenwert im Studium ein. Ich habe mir das eher wie so aus der Schule wie so ein Physik- oder Chemielabor vorgestellt. Und ich durfte da jetzt ja gerade schon kurz vorher reingucken. Es ist groß. Es ist viel größer, als ich mir vorgestellt habe. Also ich stelle mir auf jeden Fall vor, dass das, was in den Vorlesungen durchgenommen wurde, dass man das jetzt nochmal praktisch übt und das einfach nochmal besser versteht. Und das einfach mal anwendet. So, ich meine, durch die Theorie weißt du ja gar nicht, wie sieht das überhaupt in echt aus. Und dass man das einfach jetzt heute mal übt und dann auch mal sieht, so, jo, das war das, was ich mir angeeignet habe durch die Vorlesung. Erstmal generell Praxiserfahrungen. Genau, endlich mal was machen und nicht nur gucken. Dass ich dann halt auch was fürs Berufsleben daraus mitnehmen kann. Zwischen Vorlesung und Labor, ich würde auf jeden Fall das Labor wählen. Of course, laboratory, because I think when you do something with your hands and when you do practical things. Wir bauen an einem Luft-Luft-Wärmetauscher, beziehungsweise wir wollen selber einen herstellen und dafür stellen wir eben die Membran heute her. You always learn more than you just hear the lecture and you should to do something to improve your skills in your area. Weil ich persönlich jemand bin, der sehr praxisorientiert lernt und festgestellt habe, dass mir das hilft, das Visualisierte noch besser aufzunehmen und besser zu behalten. Tatsächlich würde ich mir über den Einsatz der Labor gar nicht so viel wünschen, weil ich finde, es ist relativ viel. Wenn man jetzt mehr Labor machen würde, dann würde man irgendwie ein bisschen auch von der Theorie weggehen und würde da nicht mehr so viel verstehen. Und weniger Labor würde ich, also ich glaube, es ist schon ein gutes Mittel, was hier an der Hochschule gefunden wurde. Auch wenn Theorie ja immer langweilig klingt, finde ich es gar nicht so schlimm, wie ich es gedacht hätte. Ja, wenn ich ans Technikum denke, denke ich als erstes an Membranen. Ein verbreitetes Verfahren zur Herstellung von Membranen ist die Phaseninversion. Hierzu wird eine Polymerlösung, also flüssiges Plastik, aus einem festen Polymer und einem Lösemittel hergestellt. Von dieser Lösung nehmen wir ein paar Milliliter mit einer Pipette ab und geben diese in eine Rakel auf einer Glasplatte. Wenn die Rakel nun über die Glasplatte geschoben wird, kann die Polymerlösung nur durch diese Öffnung entweichen und ein dünner Film der Lösung bleibt auf der Glasplatte zurück. Für eine feste Membran muss nun das Lösungsmittel aus der Polymerlösung entfernt werden. Hierzu tauchen wir die Glasplatte für 5 Minuten in ein Fällungsbad mit dem Fällungsmittel Wasser. Der Austausch von Lösemittel und Fällungsmittel im Polymerfilm führt dazu, dass das Polymer ausfällt, also in fester Form vorliegt. Unter dem Mikroskop erkennt man feine Poren. Durch diese lässt sich die Membran vielfältig einsetzen, zum Beispiel in Kläranlagen oder zur Zurückgewinnung von Partikeln in Lackierereien, sowie bei alltäglichen Produkten, wie zum Beispiel der Herstellung von klarem Apfelsaft. Das hat praktisch nie ein Ende, das Ganze. Ne? Es gibt immer noch wieder Verarbeitungsschritte, die man durchführen kann. Es gibt immer noch Verbesserungen, technische Verbesserungen, die man machen kann. Es gibt immer noch andere Verarbeitungsmaschinen, Verarbeitungsmethoden, die man auch verwenden kann.